Hallo Studenten. Ja, ich möchte Sie herzlich willkommen sagen. Ja, das bedeutet, wir sollen heute unsere Spooky 2 Skala besprechen. Ich soll erst mal noch mich vorstellen. Mein Name ist Ron Havenaar. Ich habe meine Praxis im Süden von Holland, in die Umgebung von Eindhoven. Ja, und ich habe dann 12 Jahre her angefangen mit dem BICOM. Und das war auch nötig. Ich habe jetzt ja die Studium gemacht für Ernährung und Toxikologie mit an die Uni von Maastricht. Das war die Open University von Holland. Das war auch sehr schön, um dieses Studium zu machen. Aber 12 Jahre her hat meine Schwester Brustkrebs bekommen und dann war ich auf der Suche zu die Heilung und war dann auf dem BICOM gestoßen. Und später habe ich dann kennengelernt, dass auch die Spooky 2, die macht sehr vieles Gutes und habe ich dann schon 5 Jahre her diese Set gekauft und war sehr froh damit, um dann die Behandlung damit zu unterstützen. Wir sollen jetzt besprechen, was Spooky 2 bedeutet, und speziell natürlich auch die Skalarwelle. Ja, wir besprechen auch die Skalarwellen, was die Tesla bedeutet. Tesla war schon in die Geschichte schon 100 Jahre her beschäftigt mit Skalarwellen und das war wieder aufs Neue entdeckt worden bei Konstantin Meil. Und das wollen wir auch mal gerne besprechen. Ja, die Spooky 2 Scalar ist ein Set, die war auf den Markt gekommen ein paar Jahre her. Und wir sollen auch in Detail besprechen, wie wir das Device anschließen, warum wir Scalar Waves benutzen, auch die letzten Entwicklungen in die Wissenschaften und die großen Vorteile von Scalar Waves. Ja, und natürlich besprechen wir auch, wie diese Hard- und Software benutzt wird. Und wir besprechen auch, was ich dann in der Praxis mitgemacht habe mit diesen Scalar Waves. Ja, Spooky 2 Scalar, die benutzt skaläre Information. Ja, das bedeutet, dass diese Methode ist gestützt mit die Techniken von Tesla. Und wir besprechen dann auch, was das bedeutet für unsere Gesundheit. Ja, und wie die Gesundheit unterstützt wird mit Healing, mit diesen Skalarwellen. Ja, und wir besprechen dann natürlich diese Methode von dieser Spooky 2 Scalar Wave. Diese Scalar Wave Kisten, die kommen mit zwei Cases. Die eine ist die Transmitter, die andere ist ein Receiver. Und das sind zwei Coils, zwei zirkuläre Flat Pancake Coils. Ja, und die haben auch beides eine gleiche Antenne. Und zwischen beide entsteht dann ein Standing Wave oder Standing Welle. Und diese stehende Welle, die kann man auch noch programmieren. Ja, das kann man ungefähr sehen wie ein Carrier Wave. Und diese Carrier Wave, die hat dann auch eine spezielle Frequenz. Und diese Frequenz kann man mit einem Knopf auch feintunen. Und diese Feintuning, die hilft uns, um diese Skalarwellen auch zu benutzen. Ja, im Kurzen sind das diese zwei Antennen. Und dann kann man zwischen diesen zwei Antennen auch sich hinsetzen. Und an die rechte Seite sieht man hier die Transmitter, die hat natürlich auch das Power Unit. Und zwischen diese zwei Antennen hat man auch hier ein Link Cable gemacht. Ja, und diese Link Cable, die ist dann hier auch hier angeschlossen und auch hier angeschlossen. Ja, und das bedeutet, dass von hier zu dort existiert dann eine Verbindung. Und warum? Um das Gerät wirkt auch mit dem Tesla-Patent. Ja, das war Tesla in diese 1920 Jahre, hat dann ein Gerät gemacht mit zwei Coils und die hat beides mit die Erde verbunden
und hat dann studiert, was dann diese zwei Antennen, wenn die in Resonanz geben, ja, dann transportieren die Energie und auch Information. Ja, und das bedeutet, dass wir auch diesen Information benutzen können. Und plötzlich war es mir deutlich, dass diese Skalarwelle auch sehr behilflich ist, um subtile Frequenzen von Substanzen, von Chemo oder Kristall mitzunehmen zu die andere Seite. Und wenn wir dann zwischen die zwei Antennen sitzen, dann geht die Information zwischendurch und auch das Körper wird dann beeinflusst und geheilt. Was sind Scalar Waves? Das bedeutet, dass Nikola Tesla hat dann rund um 1900 ein Longitudinal Wave vorgestellt. Er hatte geglaubt, nach seinem Studium, dass die Longitudinal Wave oder die Longitudinal Welle eine Methode ist, um über eine weite Distanz, einen weiten Abstand, ja, um diese Energie überzutragen. Und dieses Longitudinal Welle ist dann auch durch Solid Metal durchgegangen. Ja, das heißt, dass wenn die Käfig von Faraday nicht arbeitet, um diese Welle einzuschließen, und die kommt dann doch noch dadurch, dann muss das etwas anderes sein als die transversale Welle. Ja, und Nikola Tesla hat gesagt, nee, das kann nur ein Longitudinal Wave sein. Und diese Longitudinal Welle ist dann wieder auch auf neu studiert bei Konstantin Meil. Das ist ein deutscher Professor und ich habe auch all seine Bücher gekauft und die erklärt das ganz, ganz schön. Scalar Waves, ja, die haben dann ein sehr starkes Field, ein sehr starkes Feld, ja, und die können dann auch nur existieren zwischen diese zwei Antennen, ja, weil die transversale Welle, die ist vielleicht vergleichbar mit einem Ballon, ja, aber diese longitudinale Welle, die existieren nur in diesen zwei Antennen und man sieht das ungefähr wie ein Beam oder ein Strahl, eine Strahlverbindung und in dieser Strahlverbindung existiert dann ein Carrier. Ja, das ist hier das Unterschied. Man sieht hier in dieser Zeichnung, was ist dann ein Transversalwave. Diese transversale Welle, die stehen senkrecht auf die Richtung von dieser Welle in diese Richtung. Wenn das zum Beispiel hier in diese Richtung geht, ja, und dann diese transversale Welle geht hoch und niedrig. Ja, weil diese longitudinale Waves oder die longitudinale Welle ist eine Compressionwelle. Ja, die drücken das zusammen und weichen wieder. Ja, und das ist eine ganz andere Methode, vergleichbar mit Geräusche in Luft. Ja, und diese Zerdrückung von dieser Welle, das bedeutet, dass es auch eine Stoßwelle ist. Und diese Stoßwelle, ist ganz anders als eine Transversalwelle. Ja, und diese longitudinale Welle, die haben auch eine sehr andere Methode, um sich in diese Richtung zu begehen. Und das bedeutet, dass es auch die longitudinale Welle hat auch eine andere Geschwindigkeit. Und es ist auch möglich, hat Tesla gesagt, dass es eine Überlichtgeschwindigkeit. Ja, und heute wird man in diese Wissenschaften auch mehr davon überzeugt, dass Überlichtgeschwindigkeit ist richtig möglich. Ja, die skalare Energie war dann in 1831 schon geschrieben bei James Clerk Maxwell und Nikola Tesla hat das auch studiert und das war ein sehr intelligenter Mann, diesen Maxwell, die hat dann mit dieser
Mathematik gearbeitet und hat dann eine sehr genaue Umschreibung gefunden, wie diese Welle existiert. Und Nikola Tesla hat dann das Beweis geliefert, dass skaläre Energie wirklich existiert. Aber da kam damals ein Problem in die Wissenschaft, omdat deze persoon met zijn naam Hertz, die had dan deze radiowellen demonstreerd. En die wetenschap had dan gezegd, ja, wenn deze transversaalwellen die demonstreerd waren met Hertz, wenn die richtig is, dan moet Tesla vals zijn. Ja, en dat betekent dat Tesla war dan wirklich aus deze wetenschappelijke groepen ja, eruit gestoßen. Ja, und ja, weiterhin hat man ihm nicht geglaubt. Das bedeutet, dass in die Wissenschaften haben wir noch immer das Problem, eine Welle und ein Particle, Wave and Matter, sind zwei duale Eigenschaften von alles, was im Weltall existiert. Man sagt auf Englisch Wave and Particles. Ja, das ist oder ein Wave oder ein Particle, aber nicht beides. Ja, aber Tesla hat gesagt, beides sind wahr. Und das war natürlich auch sehr fremd, dass diese Wissenschaften dann haben dann diese longitudinale Welle nicht geglaubt und gesagt, ja, Hertz, der hat recht und Tesla ist falsch. Ja, und das war das Ende von dieser Geschichte und Tesla hat man seit lang wieder vergessen. Ja, aber glücklicherweise hat dann Nikola Tesla wieder aufgestanden mit dieser Arbeit von Konstantin Meyer. Das ist sehr interessant, omdat diese skaläre Energie, die hat dann große Bedeutung für das Körper. Und warum? Omdat wenn zum Beispiel eine Mitosis oder Zellverdoppelung möglich sein muss, dann muss das Zell, die muss dann wenigstens 70 Millivolt aufbauen. Wie kommt dann diese Zelle auf 70 Millivolt? Ja, die kommt dann dabei mit seinen Mitochondrien. Und diese Mitochondrien, die produzieren Elektrizität und die legen die fest in das Molekül ATP oder Adenosintriphosphat. Ja, und natürlich alles, was ins Körper geschieht, muss dann aufgebaut werden mit Proteinen oder Aufbau von Fibrinen und Unterteile von diesen Zellen. Ja, aber unsere Tests haben gezeigt, dass das Immunsystem von unserem Körper hat dann sehr stark effektiv verbessert, ja, ins Labor. War das schon bewiesen. Und man hat dann gesehen, dass alles im Körper war viel besser, wenn diese skaläre Energie aufgenommen war. Ja, und skalar ist nicht das gleiche wie elektromagnetische Welle. Elektromagnetische Wellen sind transversal, aber skaläre Wellen sind longitudinal. Ja, und die skaläre Welle, die kann dann auch in seiner Energie bewahren over große Abstände, aber die elektromagnetische Energie, die verliert seine Energie ganz schnell. Ja, das ist dann divided mit dem Quadrat von dem Abstand. Aber das ist nicht so mit Skalarwellen. Ja, und diese Skalarwellen, die bewahren ihre Energie. Ja, und diese elektromagnetische Wellen, die transversale Wellen, die verlieren Energie. Ja, welche Vorbilder sind sie mit elektromagnetische Wellen? Sind Radiowellen, Licht oder Röntgenwellen. Aber skaläre Wellen sind zum Beispiel Sound. Ja, neutrinos oder plasmawellen. Plasmawellen kann man aufbauen mit een elektrode in een
Glas mit Helium gefüllt. Ja, das hat dann diese Royal Rifi hat das gemacht. Ja, das bedeutet, dass die Plasmawelle auch benutzt werden kann mit Skalarwellen. Hier sieht man das Effekt von diesen Skalarwellen. Ja, man sieht hier, dass die Elektrizität durch diese Luft hindringt. Ja, so. Und das wird dann auch interessant, um das bohrt sich wie ein Kanal durch die Luft. Ja, und Tesla hat gesagt, dass wird dann unter Druck gesetzt und das Pinch-Effekt, ja, das bedeutet, dass diese Elektrizität laufen kann innerhalb dieser Schlauch von Unterdrückung von Luftmolekülen. Die sind dann alles ionisiert und transportieren Energie und Elektrizität. Ja, und diese Nikola Tesla ist ein sehr berühmtes Bild hier, dass diese Nikola Tesla immer noch ruhig hier sein Buch liest und inzwischen dann diese sehr hohe Voltagen von Elektrizität in diese Laborator. Pointer. Ja. Hier hat man eine Verbindung mit Erde. Ja, und hier hat man eine Verbindung mit Erde. Und das bedeutet, dass auch hier zwischen diesen zwei eine Verbindung über die Erde existiert. Tesla hat selbst ja eine Kupferverbindung gemacht. Ich glaube, es war 30 Meter tief bis ins Grundwasser, um sicher zu sein, dass die Erde wirklich seine Rückkopplung transportiert von diesen elektronischen Geräten. Hier hat dann dies war eine Antenne und hier ist eine Antenne. Ja, und hat hier Glas gemacht. Ja, diese Glasröhre hat dann hier abgeschlossen. Hier war abgeschlossen und dann Vakuum mit dem Pump gemacht. Und zu seiner Erstaunung hat gesehen, dass die Wellenlänge war gesteuert mit der Länge von dieser Röhre. Ja, wenn diese zum Beispiel Röhre, die hatten dann 50 Fuß waren die lang. 50 Fuß, das ist teilen durch 3, ist ungefähr 15 bis 18 Meter. Ja, und das war auch die Wellenlänge von dieser Skalarwellen. Das war sehr interessant. Warum? Um das Glas ist keine Transporteur von Elektrizität. Und wie könnte das möglich sein, dass dann diese Isolator Glas dann möglicherweise doch noch einen Wirbel hat? Ja, und das ist dann, was man in die Elektrizität nennt, ein dielektrisch. Ein dielektrisches Feld. Ja, und das ist ganz interessant, um dass auch unser Körper ungefähr so etwas hat. Hier sehen wir unsere Neuronen. Diese Neuronen existieren hier von einem Zell, einem Gewebe, und diese haben dann eine Drahtverbindung. Und diese Myelinhülle, die sind dann als Tape aufgewickelt rund um diese Axone. Ja, und diese Konstantin Meyer, die hat dann auch gesehen, dass gerade diese Wellenlänge wird kommandiert mit die Länge von dieser aufgewickelte Myelinhülle. Ja, und man hat dann hier gesehen, das ist ungefähr 1 Millimeter groß und das ist dann eine halbe Wellenlänge. Und damit hat dann auch diese Frequenz dann eine spezielle Bedeutung. Warum ist das interessant? Um dass unsere Neuronen sind natürlich auch wie eine Antenne und die haben dann, wenn diese Skalarwellen existieren, nur die Sensitivität für diese 1 Millimeter halbe Wellenlänge. Und dann können auch die anderen elektromagnetischen Störwellen, die in unserer Umgebung existieren, dann nicht aktiv sein, um dass dann
unsere Nervenzellen nur Sensitivität haben für diese spezielle Wellenlänge. Und damit ist dann auch gesagt, dass es eine ganz stabile Verbindung für diese Skalarwellenübertragung. Das bedeutet, dass wir auch etwas erzählen können von dieser Heilung. Ja, wenn wir gesund sind, dann haben wir genug Energie. Und dann, wenn wir genug Energie haben, dann sind wir auch stabil, emotional, mental oder spirituell. Ja, und die Chinesen haben dann diese Energie auch Qi genannt. Die Qi oder was die in Indien man sagt, Prana, existiert wirklich. Man hat dann auch versucht, um zu untersuchen, ob die Chinesen wirklich Recht haben, um diese Meridianen zu zeichnen auf dem Körper. Und man hat dann zum Beispiel eine Nadel genommen mit einer Spritze und hat dann radioaktive Tracers in diese Akupunkturpunkten gespritzt. Und dann mit einem Tracer hat man diese Stoffe folgen können. Und die haben dann nicht mit diesen Nerven weitergelaufen, aber auch nicht mit dem Blutzyklus, aber nur in diese Meridiane. Ja, und diese Meridiane waren dann natürlich kein Blut, kein Nerven, aber Elektrizitätskanäle. Ja, und das bedeutet, dass diese Elektrizität richtig existiert in diese Meridiane. Und die können dann auch mit Akupunkturnadel beeinflusst werden. Ja, darum, wenn möglicherweise wir Meridianen haben, kann es schon vielleicht nochmal sein, dass wir eine Blockade haben. Und wenn diese Blockade existiert, dann sind wir nicht in Balance. Und wenn wir nicht in Balance sind, dann haben wir auch Probleme mit unserem Körper. Zum Beispiel habe ich mitgemacht, dass eine Dame hat mir gesagt, ich habe Schmerzen in meinem Magen. Und natürlich habe ich gleich, wenn ich noch damals keine Geräte habe ich dann nur mit Nadel, Akupunkturnadel gearbeitet und ich habe dann gleich unter dem Knie eine Nadel stecken wollen. Das ist Magen Nummer 36 und hat dann gesehen, hey, was hast du dort denn? Und in deinem Bein hat man sich mit dem Messer gestochen. Da war ein ganz große Narbe, gleich unter dem Knie. Nein, hat sie gesagt, ich bin mir vom Fahrrad gefallen. Ja, und ich habe dann damals in diesem Meridian auf Nummer 36 eine Nadel gestochen und dann unter diese Narbe habe ich dann eine Nadel gestochen in Magen Nummer 37 und dann mit einem Laserpointer habe ich dann exakt auf diesen Kreuz von Narben und Meridiane meine Laserpunkt gerichtet. Und nach 2 Minuten hat sie gesagt, au, ich bekomme einen elektrischen Schock in mein Bein. Okay, nach 20 oder 30 Minuten habe ich die Nadel wieder weggenommen und diese Probleme mit ihrem Magen waren vorbei. Und auch diese Narbe war besser geheilt. Ja, das bedeutet, wenn wir eine Blockade haben, dann sind diese elektrischen Kanäle auch gestört und die können dann diese Probleme weiterbringen und vielleicht dann auch unsere Organe mit Problemen überlasten. Ja, darum ist dann vielleicht, wenn man sieht hier zum Beispiel ist ein Baum in ein Rivier gefallen und das bedeutet, dass die Rivier dann auch das Wasser blockiert und dann soll das Wasser irgendwo anders stromen. Ja, aber vielleicht wird es auch total blockiert und dann werden die Probleme vielleicht noch chronisch. Ja, aber die skalare Felder, die können uns helfen, um diese Blockaden wieder wegzunehmen und dann macht das möglich, dass diese Qi oder Energie wieder frei zirkuliert in unserem Körper. Und dann hilft das uns, um unser Immunsystem zu verbessern. Ja, und zum Beispiel haben wir schon gesagt, dass wir brauchen wenigstens 50 bis 70 Millivolt brauchen wir für eine Mitosis oder eine
Zellverdoppelung. Ja, und das wird aufgebaut mit unseren Mitochondria. Diese Mitochondria, das sind Energiezentralen in unseren Körperzellen. Und wir haben vielleicht 100 bis 1000 von diesen Mitochondria in einer Zelle. Ja, und diese Zelle braucht dann diese ATP-Moleküle. Die haben dann ihre Energie aufgebaut mit Elektrizität, omdat innerhalb unserer Mitochondria existiert ein Feld von 700 Volt. Da spüren wir das nicht, omdat die zo klein sind. Und diese Abstände sind ganz, ganz klein zwischen die Membranen. Aber diese Membranen, die brauchen dann diese Voltagen, om diese ATP-Moleküle aufzubauen. Ja, und damit wird dann die Energie in unserer Zelle aufgebaut. Ja, wenn diese Energie zu wenig ist, zum Beispiel 20 bis 30 Millivolt, ja, dann ist diese Energie viel und viel zu wenig. Und das war auch wieder dann in 1920 studiert. Da war damals eine Person, war auch ein Deutscher, Otto Warburg, hat schon gesagt in 1924, dass unsere Körper, die braucht dann wenigstens 50 bis 70 Millivolt. Und wenn diese dann nicht erreicht wird, dann können diese Zellen nur Glykolyse machen. Und das ist dann ein Produkt, was normalerweise nur existiert in unseren Hefezellen, in den Weinbau. Ja, die Weinbauer, die wissen das. Zum Beispiel bringt man diese Trauben dann in eine Tonne und diese Tonne wird abgeschlossen. Kohlensäure Gase, die müssen raus, aber das Wasserschlot, das hält diese Sauerstoff wieder zurück. Und dann können die Hefezellen nur mit Glykolyse arbeiten. Und 2% Zucker wird dann umgewandelt in 1% CO2 und 1% Alkohol. Aber in unseren Krebszellen existieren gleiche Methoden. Und innerhalb dieser Krebszellen haben dann diese Mitochondria keine Energie genug für diese normale, man nennt das Zitronensauerzyklus. Ja, die haben dann nur noch Glykolysis und diese Krebszellen, die verarbeiten nur noch mit Glucose, haben dann das Vermogen, das die Möglichkeit verloren, um Proteinen oder Fettstoffe umzusetzen in Glucose. Ja, ganz schön dieses Buch, The Hidden Story of Cancer. Ja, das Buch von Brian Peskin kann man noch immer noch mit Amazon bestellen. Ist zum Verkauf für in englische Sprache oder holländische Sprache auf Amazon. Ja, und es ist eine ganz schöne Geschichte. Und Brian Peskin, die beschreibt dann dieses Studium von Otto Warburg. Ja, und auch wie dann diese Krebs vielleicht noch geheilt werden kann mit Omega-3-Oil, Fettprodukte, omdat diese Fettprodukte, die bringen dann Sauerstoff innerhalb unserer Zellen. Ein anderes schönes Buch ist The Body Electric von Robert Becker. Der beschreibt ein ganz interessantes Experiment mit Wassersalamander. Der hat natürlich auch das Vermögen, um wenn die Start abbricht oder abgeschnitten ist, dann heilt das wieder. Die regeneriert seine eigene, wie sagt man auf Deutsch, hinten sein steert. Ja, wenn zum Beispiel hier dann een tumor existiert, hier had man dan een tumor gemacht, ja, en dan bricht die bricht ab en wird geheilt, aber die wird dann zwischendurch geschnitten en dan war hier nog een beetje van deze Krebszellen, aber die Heilung van deze Stiert hat es möglich gemacht, macht dass das Tumor war verschwunden. Ja, wenn diese Stiert nicht abgebrochen war,
Dann hat das Krebszelle sich wieder metastasiert und das war dann natürlich das Ende von dieser Salamander. Schön, dass dieser Mann dann das alles studiert hat und der hat gesagt, dass die Nerven in dieser Umgebung, wenn hier dann ein Nerv ist, ja, und dann zum Beispiel haben die dann elektronisch auch mit einer minuskule Miniaturbatterie das simuliert. Wenn diese Elektronen dann dazugefügt werden, ja, dann hat man das auch gesehen, dass diese Tumorzellen wieder verschwinden. Aber ohne diese Elektronen gehen die nicht wieder weg. Ja, darum hat dann auch sehr viele andere Personen haben das noch in Labor studiert. Zum Beispiel war Dr. Puharich in Deutschland auch. Die hat E. coli-Bakterien an diese 8-Hertz-Skalarfelder exposiert. Ja, und dann hat er gesehen, dass diese Einfluss von diesen Skalarfelder dann diese Bakterien geändert hat. Das bedeutet, dass diese 8 Hertz, das waren ganz niedrige Frequenzen, ja, die haben dann doch ein sehr gutes Einfluss auf DNA-Repair. Ja, und das bedeutet auch, dass zum Beispiel, hier sehen wir in die linken Bilder dann rote Blutzellen. Diese rote Blutzellen haben dann zum Beispiel eine Verklebung und man nennt das Rouleau auf Französisch, Rouleau oder Pfefferminzrolle oder Münzrolle, Geldrolle. Dann haben diese rote Blutzellen ihren Elektrizität zu niedrig und vielleicht war das Effekt von Mobilfunkgeräten. Zum Beispiel ein Cellfunk oder ein Mobiltelefon. Ja, wenn zum Beispiel jemand einen Tropfen Blut von das Ohr nimmt, ja, und dann sieht man unter dem Mikroskop, das sind ganz normale Blutzellen, aber nach 30 Minuten Telefongespräch sieht es ungefähr so aus wie an die linken Bilder. Das bedeutet, dass unsere Telefone auch Skalarwellen mitgeben, aber dann sind das die falschen Frequenzen und die machen dann auch vielleicht uns nochmal krank. Hier sehen wir dann das Skalargerät. Hier sehen wir zum Beispiel diese Flachspule hier und hier, das ist unsere Coil. Ja, und da wird unsere Power auch gespeist. Ja, und vielleicht kann man hier dann hier noch eine Verbindung machen mit einem Generator, zum Beispiel ein XM-Generator oder ein Generator X. Ja, und natürlich hier, diese wird verbunden zum Receiver. Ja, und diese Receiver, die ist dann verbunden mit die Erdungskabel und die simuliert die Verbindung mit der Erde. Ja, und wir können mit diesen Geräten sehr schöne Sachen machen. Zum Beispiel erstmal müssen wir die Tuning machen. Die Tuning ist abhängig von dem Abstand zwischen diesen zwei Geräten, die Transmitter und die Receiver. In meiner Praxis habe ich meistens 5,8 MHz und das ist ungefähr 2 Meter zwischen diesen zwei Antennen. Ja, und wird dieser Receiver und Transmitter noch weiter auseinandergesetzt, dann müssen wir nochmals diese Knopf drehen und dann diese Feintuning mal zum linken Seite oder zum rechten Seite drehen, bis dass das Licht richtig hell aufleuchtet. Ja, das bedeutet, wenn wir zum Beispiel zweimal ein Signal bekommen, hier sollen wir noch mal sehen,
Das ist zum Beispiel zwei Signale. Ja, dann haben wir hier vielleicht das erste Mal rot. Und hier dann auch ein zweites Mal rotes Licht. Ja, dies ist wahrscheinlich hier von gestartet auf 8 MHz. Hier kann vielleicht 5 MHz sein. Ja, und hier dann vielleicht 4 MHz. Das bedeutet, dass hier haben wir dann Skalar. Ja, aber hier in dieser Seite haben wir noch elektromagnetische Welle. Aber das ist nicht skalar, das ist transversal. Das bedeutet, dass wir in unsere Geräte dann doch noch immer eine Mischung haben zwischen skalar plus elektromagnetisch. Ja, und für uns ist das Interessante, dass wir, wenn wir zum Beispiel diesen Abstand zwischen diesem Transmitter und Receiver etwas größer machen, dann haben wir eine größere Menge von diesen Skalarwellen und eine kleinere Menge von diesen elektromagnetischen Wellen. Und das macht das Signal auch viel sauberer. Ja, einer von diesen Studenten hat mir gesagt, dass wenn diese Kabel ist ungefähr 10 Meter, dann stört diese elektromagnetische Welle nur noch weniger dan 1%. Ja, und dann ist das fast 100% nur Skalarwellen. Und das macht das Signal auch noch viel sauberer. Ja, und wenn wir dann diese Receiver angemacht haben, ja, dann sind in diese Leuchtkringen, diese Kreis, dann ist unsere Kabel auch verbunden. Wenn diese Linkkabel nicht aktiviert ist, ja, das bedeutet, dass auch kein Resonanz existiert zwischen diese zwei Antennen. Ja, wir können dann auch auf diesen drei Methoden geben. Pure Scalar, das bedeutet, dass wir nur Skalarwellen haben und weiter nichts. Molecular Scalar, das bedeutet, dass wir noch etwas auf diese Receiver positionieren können. Vielleicht ein Antibiotik oder eine Chemo-Substanz oder vielleicht nur ein Vitamin C oder etwas. Ja, und diese Molekülen, dass wir auf diesen Receiver hinlegen, dann wird ganz subtil diese molekulare Energie mitgenommen und auf unsere Körper eingestrahlt. Ja, und auch die dritte Methode, Reifiskalär, das bedeutet, dass wir auch noch ein Resonanzgerät anschließen können, ein Generator. Und dieser Generator können wir dann die Reifi-Frequenzen mitgeben. Ja, hier sehen wir zum Beispiel Pure Scalar. Das bedeutet, wir haben hier keinen Generator angeschlossen. Wir haben nur die Link-Kabel angeschlossen und auch keine Substanzen auf diese Receiver hingelegt. Ja, Konstantin Meil hat es auch bewiesen, dass zwischen diese Receiver und diese Transmitter ist dann auch es möglich, um diese molekulare Information zu übertragen, zum Beispiel auf Wasser. Und das ist auch bedeutungsvoll. Ja, zum Beispiel haben wir dann hier ein Flasche. Und das Flasche, das kann schon sein ein homöopathisches Medizin oder ein Schulmedizin. Zum Beispiel, ich benutze ganz oft auch Antibiotika. Zum Beispiel, wenn jemand eine starke Infektion hat mit einer Bakterie oder einem Virus. Aber mit Virus, dann benutze ich meistens Echinacea. Oder das Produkt von Dr. Vogel, Eginafors. Ja, und das heißt dann, dass zwischen diese Receiver und zwischen diese
transmitter existiert dann ein Signal und diese Information von diesen Produkten wird dann mitgenommen in diese Carrier. Ja, zum Beispiel ist es auch möglich, um alle von diesen Substanzen zu kombinieren. Ich mache oft auch eine Combination mit Vitamin C, Curcumin, Peperin, Walnussöl und auch vielleicht ein Antibiotik. Ja, und das gibt mir ein ganz kräftiges Signal, nicht nur für Unterdrückung von Pathogenen, aber auch die Bildung von Immunsystem. Wenn möglich, können wir auch Reifi benutzen. Reifi war ganz berühmt. Die hat sein eigenes Labor gemacht und die hat dann ein Mortal Auxiliary Rate hat er aufgeschrieben. Und das bedeutet, dass für jede Pathogen, was er getestet hat, hat er aufgeschrieben, bei welchen Frequenzen sterben die. Zum Beispiel hat er Bacillus coli hier genommen und in sein Labor hat er unter dem Mikroskop beobachtet mit seinem Generator, bei welchen Frequenzen sterben diese Bacillus coli. Ja, und dann hat er die Liste aufgeschrieben und man hat dann zum Beispiel auch Carcinoma gefunden und diese Krebspartikel hat er auf zijn methode benutzt und hat er auch beobachtet mit zijn Mikroskop, dass diese Krebspartikel, die waren dann gestorben mit diesen Frequenzen. Und darum ist es auch so schön, dass diese Frequenzen sind noch immer dabei. Zum Beispiel kann man diese Website benutzen, reifivideos.com, und die gibt uns die meiste Information über Raymond Royal Reifi. Ja, und ich benutze auch immer diese Frequenzliste. Ich soll nochmal hier meine Spooky Software mal starten. Ja, und dann später hier benutzen wir dann auch noch für eine Demo, wie ich dann diese Skalärwellen auf meinen Skalärgeräten benutze. No generators found. Do you want to exit Spooky and install the generator drivers? Okay, sorry. No. Okay, fertig. Zum Beispiel haben wir hier Generator X, haben wir angeschlossen an diese Scalar Boxes. Ja, und in diese Spooky 2 Datenbanken haben wir dann auch die Information von ganz vielen von diesen Frequenzen. Zum Beispiel haben wir Frequenzen von Reifi, aber auch von Hulda Clark. Und die sind ganz, ganz effektiv in diese Skalarwellenmethode. Ich habe damals dann einen schönen Test gemacht. Da kam dann damals eine Dame in meine Praxis. Die hat dann gearbeitet ins Hospital. Sie war dann eine Assistentin auf diese Kardiologieabteilung. Und plötzlich war sie krank geworden und war dann in Koma gefallen. Und die ganze Personal war ganz gut geschrocken. Geschreckt und dann war natürlich, sie war dann wieder zu sich gekommen, hat man ihm ins Bett gelegt und einen Bluttest gemacht. Ah, sorry, wir haben das schon gesehen, du hast jetzt zwei Krankenhausbakterien, das waren Staphylokokk und auch ein Streptokokk, aber das waren ganz gefährliche Bakterien und die waren resistent gegen Antibiotika. Ja, und dann haben diese Ärzte, die haben ihr zu Hause geschickt und drei Wochen mit einem Cocktail von Antibiotika behandelt. Und nach drei Wochen wollte sie gerne mit Ferien gehen, aber sie hat das nicht gewollt. Warum nicht? Nee, sie war so krank. Sie war dann das Ganze, die
ihren Brust- und Herzumgebung war ganz, ganz peinlich. Und sie hat dann eine ganz große Blase auf ihrem Fuß bekommen. Die war ungefähr 10 cm groß. Und dann von ihrem Fuß war dann eine rote Linie auf ein Blutgefäß war sichtbar. Und dann hat man auch mit einem Potlot, einem Pen, hat man einen Kreis gemacht um diese Ballon von 10 cm Schwellung. Wird es groter oder kleiner? Und dann hat man gesehen, ja, das wird immer größer. Und das war natürlich in Gefahr, omdat ik had geglaubt, sie war fast zum Sepsis gekommen. En sie hatten dann Schmerzen im Herzgebiet. En dat bedeutet, dass wahrscheinlich waren diese Bakterien schon in diese Aorta eingedrungen. En dat war ganz, ganz schlimm. Haben wir erstmal 30 Minuten mit dem Bicum behandelt, aber das war nicht so effektiv gewesen. Und habe ich gesagt, ja, ich habe noch etwas anderes. Ich habe dann noch hier dann diese zwei Scaler-Antennas. Und ich habe dann diesmal gemacht. Hier, wir klicken auf Shell, Empty Shell und uns Scalar. Und dann habe ich Scalar General. Und dann Programmen. Und dann Staphylococcus getippt. Okay, dann nehmen wir hier dieses weg. Hier haben wir dann zum Beispiel diese Datenbankabteilungen. Diese Datenbankabteilungen können wir auch abschalten. Und dann nehme ich nur noch HC. Das ist von Hilda Clark. Und Kilohertz. Das bedeutet, das sind die hohe Frequenzen von Hilda Clark und ADTFL. Das sind auch ganz schöne Frequenzgruppen. Ich habe die alle getestet und ich weiß auch, dass zum Beispiel die Therapeuten, die Namen hat von Baklayan, die arbeitet in München auch mit einem Trikombin-Gerät und die benutzt auch ganz oft diese Hilda Clark und KHZ-Frequenzen. Und die hat diese KHZ-Frequenzen auch in sein Gerät gespeichert. Ja, ich habe dann Staphylococcus gefunden und dann habe ich dann diese Staphylococcus. War dann mich zu lange. Die 30 Minuten habe ich dann damals nicht mehr. Ich habe diese 30 Minuten genommen. Staphylococcal Infections habe ich genommen mit KHZ. Ja, ich vertraue immer diese KHZ-Frequenzen, die arbeiten immer. Und dann haben wir auch noch Streptococcus genommen. Und auch hier haben wir dann zum Beispiel Streptokokken. Erstmal die ADTFL, da war abgeschaltet. Hier haben wir Streptococcal Infections, KHZ. Ja, und diese zwei dauern dann beide 30 Minuten, das soll 60 Minuten sein. Ja, aber ich hatte nur noch eine halbe Stunde, habe ich dann diese Dwell Multiplier auf 50% gestellt. Das ist diese Dwell Multiplier. Und dann weitergegangen mit Settings und hat dann einen Harmonic Wobble genommen mit die kleinste Abweichungen. Die kleinste sagt 0,02%. Harmonic Wobble, das bedeutet, dass diese Frequenzen ein kleines bisschen hin und her gehen, rund um eine Zentralfrequenz. Ja, das bedeutet, ich soll das mal zeigen. Hier Control. Ich starte jetzt diese Frequenzen. Das ist mein Simulator. Ja, und dann soll hier mal gestartet werden. Und dann sehen wir hier kein 50, aber 49999 oder
50 und dann ein kleines bisschen höher. Aber das bedeutet, dass 50 mit 2 Promille Verschiebung, ja, aber mit hohen Frequenzen ist die Frequenz ein bisschen mehr verschoben. Ja, darum nehme ich immer die kleinste. Und warum verschiebe ich gerne die Frequenzen? Omdat deze bacteriën, die zijn niet immer met een labormediumwachstum opgenomen. Zum Beispiel een patiënt had zijn eigen immuniteit en vielleicht hebben die bacteriën dan ook zich geweerd tegen dan mijn immuniteit en hebben zich een klein beetje geändert. Ja, und wenn ich ein kleines bisschen ändere, dann muss ich auch meine Frequenzen ein kleines bisschen ändern. Und darum habe ich gerne diese Verschiebung mit, was man nennt, Wobble. Zum Beispiel hier mit Settings schalte ich wieder diesen Wobble wieder weg. Nein, none. Ja, und dann aufs Neu starten. Override Generator. Und dann mal Start. Dann sieht man, das wird ganz richtig wird das Nummer 50 akzeptiert und wird nicht davon geändert. Aber ich habe dann gerne hier diese Settings von Wobbeln. Und ein kleines bisschen geht immer gut. Ja, und jetzt habe ich diese Wobble wieder eingeschaltet. Ja, und man sieht auch, hier dann wird diese Länge auf ungefähr 30 Minuten eingeschaltet. Und die war dann, diese Patienten, die konnte auf, wenn ihr zu mir kam, diese Frau konnte nicht mehr laufen auf diesen Fuß, die war zu viel mit Bakterien aufgeschwollen und dann hat sie sehr viele Schmerzen auf ihrem Fuß gehabt, aber nach 30 Minuten war sie fertig. Sie hat neben ihrem Stuhl gestanden und hat gesagt, ah, mein Körper fühlt sich ganz gut jetzt. Ich habe keine Schmerzen mehr in mein Bein und auch keine Schmerzen mehr in mein Herz. Ja, und ich habe dann damals auf diese Receiver habe ich Antibiotika benutzt, Vitamin C, und Kurkumin und was habe ich noch? Epigenar und vielleicht ein paar andere von diesen Supplementen. Ja, und die bilden auch ein kleines bisschen extra für ihre Immunität. Und es war unglaublich, dass in 30 Minuten waren die Staphylokokken und die Streptokokken, beides waren die verschwunden. Und ich habe diese Dame nach 14 Tagen wiedergesehen, nach den Ferien, und hat dann gefragt, wie war das in euren Ferien? Hat man noch Probleme gehabt? Nein, hat sie gesagt, ich bin ganz in Ordnung. Und dann habe ich dann diesen Fuß wiedergesehen, war nur ein kleines bisschen Narben noch, immer auf diesem Platz, von waar diese Infektion gewesen war. Aber das war völlig geheilt. Und das hat dann mir auch überzeugt, dass dieses Skalarwellengerät, das wird wunderbar. Ich habe noch nicht so etwas Effektives in meiner Praxis gehabt. Das hat nur diesen Spooky hat das möglich gemacht. Ja, und das war natürlich die Verbindung von diesem Generator und diesen Skalarwellengeräten. Ja, so etwas hat Tesla auch zusammen mit Lakowski gemacht. Diese Lakowski hat dann eine Art von Antenne mit diesen Hupfen hat hier entwickelt. Und diese Person, die sitzt dann zwischen diesen Antennen. Ich weiß auch, da war damals ein Arzt in Belgien, die hat so ein Gerät. Aber die benutzen ganz hohe Voltages. Ja, und eines Tages hat dann diese Tesla-Coil ihm abgefackelt, war aufgebrannt. Ja, und darum benutze ich jetzt keine Multiwave-Oscillator. Warum nicht? Nee, ich stecke dann in ein Gebäude
Und wenn das ganze Gebäude abfackelt, dann sind all diese Nebengeschäfte auch abgefackelt. Und die machen dann mich vielleicht noch verantwortlich für die Verursachung von Brand. Das mache ich niemals. Darum habe ich gerne natürlich eine niedrige Voltage und ein kleines bisschen Ampere. Ja, diese Methode hilft uns auch, um das, es wird mit ungefähr 20 Milliwatt oder sowas. Wenn ich zum Beispiel auch noch eine Verteilung habe von diesen Frequenzen, dann kann ich ganz einfach ein Glas Wasser stecken auf diese Transmitter und die empfängt dann diese Frequenzen. Ja, und ab und zu, wenn ein Problem existiert, zum Beispiel in dem Magen oder im Darm, dann stecke ich ein Glas Wasser auf diesen Transmitter und am Endeffekt, dann wenn diese Behandlung vorbei ist, dann gebe ich dann dieses Tasse mit Wasser oder Tee zum Trinken. Ja, und das gibt dann auch noch eine interne Durchwirkung nach der Behandlung, wenn ihr dieses Wasser auftrinkt. Ja, das sind auch noch andere von diesen Produkten, die mit einem Imprinting möglicherweise die Frequenzen aufnehmen. Zum Beispiel habe ich dann auch gesehen, dass eine 1 € Münze, die übernimmt auch ganz stark unsere Frequenzen. Ich soll das mal zeigen. Und warum ist ein Euro? Okay. Ein Euro, das ist dann zum Beispiel, ach, das ist nicht so schön. So. Und wenn man richtig ein 1 € Münzstück mal ansieht, dass die innere Seite ist zum Beispiel Nickel und die Ringe ist von Kupfer. Ja, das sind zwei unterschiedliche Metalle und diese zwei unterschiedlichen Metalle haben natürlich auch eine Voltagendifferenz. Und darum kann dann zum Beispiel diese Kupferkreis, die kann dann besser, das ist ein Coil oder eine Spule. Ja, und die übernimmt ganz einfach die Frequenzen und die Frequenzen machen dann auch hier ein magnetisches Feld. Und dann diese Nickel, die übernimmt dann gerne die Frequenzen. Ja, und ich habe das mal studiert und diese 1 € Münze ist perfekt für diese Imprintung von Frequenzen. Und dann werden fertig. Nach der Behandlung gebe ich diese 1 € Münze wieder zurück und sage dann zum Patienten, bitte mit dem Pflaster dann klebe die auf deinen Bauch. Ja, und dann geht die Heilung weiter. Ist ganz einfach und das wird wirklich. Rivera Du Genio hat auch ein ganz schönes Dokument geschrieben, Scalar Plasma Technologie. Wenn man seinen Namen in Google aufschreibt, findet man dieses Dokument. Und das ist ein ganz schönes Dokument von jemand, die hat dann auch, es ist nicht die erste, hat auch ein PhD, ein ganz hochgeschulte Person, ja, und die hat dann auch diese Skalarwellen studiert. Und dieses Dokument gibt dann auch die Möglichkeit zum Verstehen, wie diese Zellen von unserem Körper sich besser regenerieren lassen, wenn diese Skalarwellen benutzt werden. Darum haben wir dann die Möglichkeit, um alle Methoden zusammen zu benehmen. Zum Beispiel, ich könnte dann auch
een antibacterielles programma auf diesen Generator starten. Ich habe dann vielleicht ein Antibiotik auf diese Receiver gelegt. Ja, und darum habe ich auch gerne, wenn meine Patienten vorbeikommen, dann frage ich, bitte bewahre deine letzte Pille für mich. Ja, und dann habe ich dann ein paar von diesen Antibiotika kombiniert und dann bekommen die Patienten dann einen Cocktail von diesen verschiedenen Arten von Antibiotika. Aber auch ganz effektiv sind diese Öle von Zitrus, von Bäumen, Tea Tree von aus Australien, ja, und Haselnussöle oder Melonenkernöle. Ja, das hilft alles, um unsere Heilung zu verbessern. Ja, darum haben wir noch ein paar von diesen Notizen. Erstmal anschließen, dann richtig anpassen von den Frequenzen, bis das Licht richtig leuchtet. Ja, und das hängt natürlich ab von Abstand, von Temperatur, Feuchtigkeit. Ja, und diese Deckel von diesen Transmitter und Receiver sollen zueinander gucken. Ja, und zwischen diesem Receiver und diesem Transmitter müssen dann ein Link-Cable existieren. Und die muss man nicht beim Metall behalten. Ich habe das versucht. Wenn ich diese Link-Cable auch um meinen Arm winde, ja, dann verschwindet das Signal auf meinen Receiver. Warum? Ich absorbiere mich selbst schon alles, was die Transmitter auf mir sendet. Ja, und wenn ich auch zum Beispiel diese Transmitter und Receiver zu dicht habe, zu dicht zueinander, dann habe ich eine ganz große Mischung zwischen elektromagnetischen Wellen und Skalarwellen. Ja, das ist besser, um das wenigstens 2 Meter nebeneinander aufzustellen. Ja, und wenn wir auch zum Beispiel haben, dass 2 Meter, können wir auch vielleicht zwei Personen gleichzeitig behandeln. Ja, ich muss auch sagen, dass wenn jemand einen Pacemaker hat oder die hat dann vielleicht ein Baby, eine Frau, die ein Baby hat, nicht behandeln. Ja, lang dauert Behandlung ist auch gut, kein Problem mit Müdigkeiten von Skalarfeldern. Ja, ich habe da auch noch eine schöne Erfahrung gemacht. Hier haben wir zum Beispiel meine Skalarwellen-Set haben wir gesehen. Meine Schwiegereltern, die sind 82 und 85. Die bekommen jeden Tag zweimal eine Krankenschwester, die ihn versorgt. Und jeden Tag kommt ein anderes vorbei und dann plötzlich haben sie dann einen Brief von diesem dieses Geschäft bekommen. Ja, entschuldige, von unserem Team sind ein paar von diesen Schwestern sind positiv getestet mit Corona. Ah, die sind jetzt in Quarantäne, aber es könnte möglich sein, dass man schon sich angesteckt hat mit Corona. Ja, und 2 Tage später, nachdat deze brief gekomen was, hebben deze 2 personen dan zich ganz slecht gevoeld. Ik heb dan getest met mijn Hunter-machine. Ja, die hebben beide een longenentzündung bekommen. En ik had geglaubt, dat moest dan corona zijn. Ik heb dan deze beide leute op een couch gesteckt. En deze 2 antennen aan deze beide zijden van deze couch, deze bank, opgesteld. Und dann habe ich dieses gemacht. Ja, dies ist Stop. Und dann Preset, natürlich Skalar. Ja, und habe ich dann auch mal versucht mit dieser Skalar von Anthony Holland. Ja, die hat dann in seinen Settings auch hier diese spezielle F2
zweite Frequenz hier aufgestellt und die zweite Frequenz, ja, das hat man multipliziert mit 11. Ja, das bedeutet, dass ich dann ohne diese Multiplizierung nur eine Frequenz habe. Eine Frequenz, aber die Mischung ist dann, dass ich eine Superposition habe von diesen zweiten Frequenzen mit einer Multiplizierung von 11 mal. Ja, und ich habe dann hier bei Programmen Corona eingetippt. Corona. Ja, und waren dann natürlich hier habe ich Corona Infections. Ist auch sehr schön. Ja, und dann hier war die holländische Version. Ja, und das habe ich dann natürlich hier auch noch hier diese. Das ganz kleines Unterschied, nee. Das gleiche. Ja, und dann habe ich dann diesen Dwell Multiplier auf 1.5 gestochen. Das bedeutet 1,5 Stunden. Control. Override. Klick. Board. Klick. Start. Ja, man sieht dann 1,5 Stunden. Ja, und diese zwei alte Leute haben dann zusammen auf diesem Bank gesessen. Und in 1,5 Stunde haben die dann diese Behandlung gehabt. Ja, und die nächste Tag hatten die dann wieder keine Lungenentzündung mehr. Das war für mich auch dann die Überzeugung, dass auch für Corona existiert wirklich eine Behandlung. Ja, und dass diese zwei alte Leute sind natürlich eine Risikogruppe. Wenn die Infektion in dieser Lunge wirklich existiert, dann könnte das tödlich sein für diese alte zwei. Aber die waren dann völlig geheilt in 1,5 Stunden. Es war auch ganz unmöglich in meinen Gedanken, aber das war dann wirklich, wirklich möglich. In meinem Kopf war dann ganz geschüttelt. Hab dann vielleicht noch die Möglichkeit für Fragen und Antworten. Bitte öffne und deine Box für Question und Answer oder Chatbox. Wenn möglich, dann schreib in diesem Box Ihren Frage und dann vielleicht kann ich noch diese Fragen beantworten. Wie kann ich Energiemangel zusätzlich unterstützen mit Reifi? Natürlich, am besten ist das zum Unterstützen mit Medikamenten auf dem Receiver, aber auch mit Reifi-Frequenzen. Zum Beispiel, ganz einfach, ATP. ATP-Frequenzen. Das bedeutet, dass die Bildung von ATP gibt uns Energie. Ja, und da sind verschiedene von diesen ATP-Programmen dabei. Kann der Stuhl, auf dem der Patient sitzt, auch Metallbeine haben? Ja, und das Skalarwellen, die penetrieren Metalle. Ja, ich habe dann schon gesehen, dass zum Beispiel diese Transmitter und auch Receiver hat man in einen Käfig von Faraday gesteckt und man hat schon gesehen, dass das immer noch in Resonanz geht. Das bedeutet, dass die Skalarwellen haben keine Hinderung von Metallen. Kein Problem. Okay. Weiter noch Fragen? Ich habe gesehen, dass wir haben heute nur 10 von Teilnehmer. Kein Problem. Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich kommt diese
Vortrag auch noch auf YouTube dabei. Und das heute liegen die meisten Studenten wahrscheinlich auf dem Strand. In meinem Zimmer ist es heute auch 32 Grad und ich möchte auch heute Abend in meinem Garten sitzen mit dem Bier. Es war viel zu heiß. Wenn Abstand gut ist, warum sind bei die Receiver und Transmitter so nah? Es hängt davon ab, wie viel Raum ich in meinem Zimmer habe. Ich gebe den größten Abstand möglicherweise in mein Zimmer. Man hat auch zum Beispiel, die Produkte von Constantin Meyer ein Over-Unity-Effekt gemessen. Das Over-Unity-Effekt war 500% ungefähr. Das bedeutet, dass ein bisschen Energie von der Kosmos aufgenommen wird in diese Skalarwellen. Und das bedeutet, ja, da muss man das Buch von Constantin Meyer mal lesen. Die sagt dann, das sind diese Neutrinos von unserer Sonne, die kommen dann hier auch vorbei. Und ungefähr 66 Milliarden von Neutrinos gehen durch jede vierkante Zentimeter jede Sekunde. Und ein paar von diesen Neutrinos werden aufgenommen. Wird ein Schlusssignal immer gegeben? Nein. Wenn das Programm beendet ist, das bedeutet, man sieht dann hier steht Repeat Chain ist 1. Der macht nur eine Runde und schaltet dann ab. Wenn ich eine unendliche Lupe haben will, dann speichere ich hier das Nummer 0. Und dann läuft das bis zum Ende, dass ich Stopp sage. Ja? Nächste Frage. Ist es nicht gefährlich, wenn jemand zum Beispiel auf der anderen Seite der Wand in der anderen Wohnung sitzt, kann das die Behandlung beeinflussen? Nee, ich zeige das nochmal in dieser Zeichnung. Zum Beispiel habe ich hier dann, hier ist mein Antenne. Ja, und hier die andere Antenne. Und hier ist mein Linkkabel. Oh, mein Linkkabel. Ja, hier habe ich mein Power Unit. Ja, und habe ich hier natürlich die Transmitter und hier habe ich die Receiver. Wenn ich das Buch von Nick von Constantin Meyer beobachte, die sagt, das wirkt wie ein Kapazitor. Ja, eine Kapazität hat dann ein dielektrisch Feld. Das bedeutet, dass die Feldlinien gehen direkt von die eine zum andere Antenne. Ja, aber natürlich, die versammeln auch Energie. Ja. Ja, das bedeutet, das ist eine ganz andere Methode. Wenn ich zum Beispiel ein elektromagnetisches Signal habe, dann habe ich hier zum Beispiel einen Sender und dann habe ich eine Dipole-Antenne. Ja, und diese Dipole-Antenne verbinde ich dann mit einem Kabel. So, und dann habe ich hier einen ganz großen Ballon von Energie. Ja, und die nimmt dann ab, diese Energie, die nimmt dann ab mit eingeteilt durch R Quadrat, mit Quadrat von die Abstand. Aber hier ist eine Übertragung von richtig 100%
von dieser Skalarwelle. Und ich verliere keine Energie in diese Umgebung. Das ist unmöglich, omdat es ist eine direkte Verbindung, ist eine Strahlverbindung zwischen diesem Transmitter und Receiver. Das wird ganz anders als diese elektromagnetische Welle. Die verliert Energie. De weiter dat man geht, de schwacher wird das Signal. Wenn wir zum Beispiel einen Abstand haben von einem Kilometer zum Telefonsender, dann habe ich vielleicht nur ein paar Mikrowatt. Ja, omdat diese Sender, die hat dann vielleicht ein paar von diesen Kilowatt oder Megawatt, um mich mit einer Telefonverbindung zu speichern. Ja, das ist eine ganz andere Verbindung, aber in mijn skalarwellen bewaar ik 100% van deze. Even kijken, oh hier, ja. Van deze energie. Nee, die kan verschwinden. Wenn man dan in bed ligt en die receiver transmitter zit etwa auf Kniehöhe, ist das nicht so effektiv. Wenn man auf Rumpfhöhe hatte, ist kein Unterschied. Ich habe alles getestet, ich habe dann in diesem Signal gestanden mit nur meinen Füßen und ich spürte dann diese Erhöhung von Energie bis zu meinem Kopf. Umgekehrt auch, wenn ich dann diese Strahlverbindung habe auf Rumpfhöhe, dann spüre ich auch mehr Energie in meine Füße. Ich spüre das nämlich direkt, omdat ich habe, seitdem, dass ich dann eine Infektion von Borrelia bekommen habe, habe ich dann auch Lyme-Krankheit in meinen Nerven. Und ich spüre dann immer, auch wenn in meiner Umgebung ein elektrisches Signal oder Radiofrequenzen sind, dann spüre ich es gleich. Ja, und darum habe ich auch die Möglichkeit, um zu spüren, dass die Elektrizität irgendwo in meinen Körper hineindringt und dann die Energie verbessert. Das ist wirklich so. Und auch hier das Produkt von Constantin Meil ist ungefähr das gleiche. Ja, und ich bin auch ganz froh, dass dieses Gerät dann existiert. Heute gibt es auch noch einen Digitizer. Das stellt man dann auf die zweite Generator ein. Und die hat man dann hier auf diese Transmitter gestochen. Und dann die zweite Generator kann auch die Messung machen. Und dann wird gemessen, wie viel Energie verliere ich in diese erste Generator, wenn diese Frequenzen vorbeikommen. Ja, und dat gibt man am Endeffekt dann eine Liste mit Frequenzen, wofür diese Patienten sensitiv ist. Und dann brauche ich nur noch diese Frequenzliste zu treiben, um diese Heilung von diesem spezifischen Patienten mitzunehmen. Ist auch noch möglich. Ja, ich habe das hier noch mal, kann man mal sehen. Das ist mein Digitizer, die kann man benutzen. Man steckt das einfach in diese Erdungskabel. Ja, und damit kann ich dann, ich soll das Produkt mal rausnehmen. Das ist ein ganz kleines Ding. Ja, das kommt dann hier in diese Steckconnector für diese Erdungskabel. Und dann hier kommt dann diese BNC-Kabel an diese zweite Generator von meiner XM. Sorry, an meinen Generator X. Ja, Generator 1, die hat dann diese Generator von Frequenzen laufen lassen. Und an die zweite Generator wird gemessen, wie viel Energie spüre ich am ersten Kanal. Ja, das ist ganz intelligent und damit wird dann auch eine ganz schöne Möglichkeit geboten,
om patiëntspecifisch te messen welke frequenties had deze körperkern. Oké, waren er nog vragen? Is scalar effectiever als contactmode? Ja. Ik glaube, dat was ongeveer 10 bis 100 mal maar sterker. Het was voor mij nog niet mogelijk geweest om in 30 minuten streptokokken en staphylokokken gleichzeitig te verschwinden lassen. Oké, wenn keine Fragen mehr da sind, dann können wir vielleicht mal abschließen und mit einem Bier in die Hand zum im Garten gehen. Oké, hier nochmal in diese Chat gehen. Ich möchte den Transmitter im Erdgeschoss haben, den Receiver Dachgeschoss. Kabel habe ich von oben bis unten gelegt. Zwei Betondecken dazwischen. Ich sollte sagen, dass die Betondecken keinen Einfluss haben. Ich habe nur ein Peak, nicht zwei. Ja, das sind zwei, aber vielleicht muss man ein bisschen größeren Abstand haben von links und rechts. Aber wenn nicht, dann nicht. Es geht so, wie es geht. Ohne Probleme. Nur eine Mischung von ein bisschen elektromagnetischen Wellen gibt keine Probleme. Mein Freund hat das Problem, die hat die Krankheit, die man nennt Ehlers-Danlos. Das ist ein Bindegewebeproblem. Hat schon von seiner Geburt ab das Problem und jetzt hat er auch noch ganz viele Probleme mit seinen Nerven. Läuft schwierig, hat schon wie nennt man das, ein Radstuhl gesessen. Ja, und seitdem er am Nachts übernachtet mit Skalarwellen, hat er gerade wieder gelaufen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so. Oké, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann machen wir jetzt Spaß in unserem Garten. Ja, und vielleicht bis nächstes Mal. Ja, mach es gut. Vielleicht auch in Deutschland große Hitze. Man hat schon gesagt, das war eine Rekordhitze in Holland. 5 Tage hintereinander mit 35 Grad. Das war für uns ein Rekord. Oké. Vielen Dank für das Zuhören und vielleicht bis nächstes Mal.